4 Jahre alt, unterbricht, wenn einer etwas erzählt, wenn Eltern miteinander reden. Sie will sich dann mitteilen. Also, dass sie sich mitteilen möchte, ist eine Interpretation. Also, während wir reden, stellst du eine Frage, zum Beispiel wäre die Situation. Eltern machen sie aufmerksam, dass sie unterbrochen hat, lassen sie dann aber ausreden und fragen, ob sie ausgesprochen hat. Wenn Eltern danach weitersprechen, unterbricht sie wieder. Und hier ist für mich dann eine Verschwimmung der Hierarchie, dass jetzt das Kind entscheidet, wann die Eltern reden können. Sondern die Eltern haben sich gerade unterhalten und das Kind geht dazwischen mit einer Frage. Würde ich sagen, Augenblick, ich rede erst zu Ende mit Papa, danach bist du dran. Kommt dann der Wutausbruch, wird der Wutausbruch begleitet und das wahrscheinlich die nächsten 10 Male, weil das Kind dann lernt, mit dieser Frustration umzugehen und auch Erfahrung sammelt, wie es mit diesen Situationen umgehen kann. Und es ist so, dass wenn ich jetzt gerade mit meinem Mann spreche und unsere Tochter kommt dazu, sage ich, Augenblick, ich rede den Satz mit Papa zu Ende. Und dasselbe mache ich bei Günther auch. Und dann achte ich natürlich auch darauf, wenn das zu Ende ist, dass ich dann sage, okay, und jetzt bist du dran. Und manchmal passiert es auch, dass dann eben es doch so war, dass sie eigentlich zuerst gesprochen hat. Und das ist dann auch in Ordnung, das auch anzuerkennen. Und die unterbricht, glaube ich, so lange, bis sie, glaube ich, da auch eine... sie schreit eigentlich dann auch danach, diese Grenze zu haben. Also was denn jetzt? Ihr sagt irgendwie nee und dann doch und dann wieder nee und hin und her. Wo ist denn jetzt hier die Grenze? Und natürlich möchte sie sich auch mitteilen und da auch zu sagen, Mensch, und du möchtest jetzt gerne was reden. Hast du Angst, dass du vergisst, was du sagst? Wie kannst du es dir merken? Und dann rede ich den Satz zu Ende. Wenn die Eltern kurz fertig reden wollen, wird sie wütend. Genau, das ist der Wutausbruch, die Frustration, die darf sein, die wird begleitet. An sich auch zu feiern, du hast so viel zu erzählen, ne? Und du willst sofort alles erzählen, da vielleicht auch mal 4 Jahre alt, mal außerhalb so einer Situation sagen, du, wenn Papa und ich reden, dann möchtest du auch so gern was erzählen. Ja, und du hast uns so viel zu erzählen. Ja, und das feiere ich so. Ich interessiere mich auch so dafür. Und vielleicht auch zu gucken, vielleicht machen wir eine gewisse Reihenfolge, wenn wir am Tisch sitzen. Erst erzählt Papa oder wir fragen Papa eine Frage, dann bin ich dran, dann darf ich Fragen stellen, und dann machen wir so eine gewisse Reihenfolge. Da würde auch eine Liste helfen zum Abhaken oder wenn sie Angst hat, Sachen zu vergessen, dass wir vielleicht, dass sie lernt, das aufzuschreiben. Nur das ist eigentlich dieser Punkt ist, dass wenn ich mich gerade mit jemandem unterhalte und es geht nicht um Leben und Tod, also wenn mein Kind da jetzt gerade mit einem aufgeschnittenen Finger steht, unterbreche ich das Gespräch natürlich, sondern es geht hier um Situationen, Alltagsunterhaltung. Ne? Gleichzeitig möchte ich noch den Impuls geben, dass ich es schon sinnvoll finde, dass wir immer gucken, in welcher Gemeinschaft sind wir gerade. Und wenn da ein 4-jähriges Kind ist, kann ich nicht erwarten, dass mein Kind bei Erwachsenengespräche die ganze Zeit da sitzt und wartet und wartet. Also ich führe viele Gespräche mit meinem Mann ohne die Kinder, beziehungsweise vor allen Dingen ohne unsere Tochter, die ja 5 ist, wenn Günther dabei ist, der ist 14, ist das nochmal was anderes. Dass wir eben auch bewusst entscheiden, dass wir auch gucken, wo wir unsere Räume haben, also am Tag Zeiträume haben, wo wir bestimmte Dinge besprechen. Also ich sage zum Beispiel auch manchmal, ich glaube, das ist ein Thema für nachher. Und dass wir uns schon ein bisschen auf die Ebene begeben, wer alles so da ist. Und das fängt eben am niedrigsten an. Unsere Tochter möchte auch unglaublich viel wissen und die wird fuchsteufelswild, wenn sie nicht sofort alles versteht. Und manches, die schnellen Zusammenhänge kann sie manchmal noch gar nicht verstehen und versteht auch gar nicht, worüber reden wir eigentlich. Das erkläre ich dann nochmal und dann spreche ich den Satz mit Papa zu Ende. Und dass ihr eben bestimmte Gespräche dann vielleicht auch ohne die Kinder führt, weil sie damit überfordert sind. Und dann lieber gucken, okay, ich mache das ganz gerne so, okay, beim Abendessen, ich bin super neugierig und freue mich auf den Austausch mit dir. Darf ich dir Fragen stellen zu deinem Tag? Und dann sagt sie ja. Und dann denke ich, oh, was kann ich fragen? Was kann ich fragen? Was kann ich fragen? Und das mache ich beim Papa eben dann auch manchmal so, wenn wir gemeinsam Abendessen, was wir sehr selten machen, unter der Woche. Und jetzt kommt sie schon an und sagt, Mama, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, und dann sind wir so voll im Austausch und sie dürfte auch Nein sagen. Heute möchte ich keine Fragen haben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ne? Den Impuls wollte ich noch mitgeben.